Das folgende Video stellt eine Prüfungssituation mit einem geschulten Patienten und einem behandelnden Arzt dar. Hallo, mein Name ist Mustermann. Ich bin einer der Assistenzärzte dieser Station und ich bin heute für Sie zuständig. Ich würde Ihnen zunächst einige wichtige persönliche und medizinische Fragen stellen und danach eine klinische Untersuchung durchführen. Ist das in Ordnung so für Sie? Natürlich. Gut, fangen wir also an. Wie lautet Ihr Vor- und Nachname? Mein Name ist Olivia Temmel. Wie buchstabieren Sie das bitte? Olivia Temme. Danke. Darf ich bitte Ihr Geburtsdatum erfahren? 22.12.1981. Ich bin 41 Jahre alt. Vielen Dank. Können Sie mir Ihr Gewicht und Ihr Größe nennen? Ich wiege 68 Kilo. Das habe ich vor einer Woche überprüft. Ich bin 1,72 Meter groß. Verstehe, danke. Wer ist Ihr Hausarzt? Das ist Dr. Essen. Sind Sie privat oder gesetzlich versichert? Ich bin privat versichert. Danke sehr. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Was führt Sie ins Krankenhaus? Nun, ich habe heute Morgen im Garten gearbeitet und dabei habe ich schreckliche Kopfschmerzen bekommen. Ich kann jetzt nicht einmal mehr richtig denken. Oh. Ich verstehe. Das muss unangenehm sein. Sind die Schmerzen derzeit erträglich oder sollen wir Ihnen ein Schmerzmittel bringen? Autsch. Ich bräuchte etwas gegen die Schmerzen. In Ordnung. Wir werden Ihnen ein Schmerzmittel geben. Haben Sie eine Allergie gegen irgendwelche Medikamente? Nicht, dass ich wüsste. Hier, bitte nehmen Sie diese Tablette ein. Wenn Sie sagen, dass Sie Schmerzen im Kopf haben, wo genau sind diese? Können Sie sie in einem bestimmten Bereich lokalisieren? Ist der Schmerz auf eine Seite des Kopfes beschränkt oder eher diffus? Ja, es schmerzt eher an der Vorderseite meines Kopfes. Dort ist der Schmerz lokalisiert. In Ordnung. Und wie lange haben Sie die Kopfschmerzen schon? Wann genau haben Sie angefangen? Ich würde sagen, heute um 9 Uhr und ich habe sie immer noch. Es fühlt sich an, als würde mein Kopf jeden Moment explodieren. Es ist gut, dass Sie zu uns gekommen sind. Lassen Sie uns mehr herausfinden. War es Ihr Hausarzt, der sich hierher geschickt hat? Oder wie sind Sie zu uns gekommen? Ich bin auf direktem Weg hierher gekommen, zu Fuß. In Ordnung. Gut gemacht. Diese Symptome treten seit heute Morgen auf, aber begannen sie plötzlich oder langsam und schleichend? Nun, innerhalb einer Stunde würde ich sagen. Nicht von einer Sekunde auf die andere, aber es wurde wirklich sehr schlimm. Haben Sie zuerst versucht, sich selbst zu behandeln? Haben Sie Medikamente dagegen eingenommen? Und wenn ja, haben Sie geholfen? Ich habe nichts eingenommen, weil ich normalerweise pflanzliche Heilmittel verwende und künstliche Medikamente möglichst vermeide. Also hatte ich keine Medikamente zu Hause. Verstehe. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 keine Schmerzen und 10 die schlimmsten vorstellbaren Schmerzen bedeutet? Im Moment ist es eine 7 bis 8. Und fühlt sich das eher wie ein stechender oder ein brennender Schmerz an? Oder wie genau würden Sie ihn beschreiben? Ich würde ihn als pulsierenden Schmerz beschreiben. So, als würde es in meinem Kopf pulsieren. Hat der Schmerz auch dort begonnen? Oder ist er von einem anderen Bereich dorthin gewandert? Ja, er hat dort begonnen und ist dort geblieben. Und strahlst der Schmerz in irgendeiner Richtung aus?
Nein, es ist wie ein Tumor im Inneren, der auf mein Gehirn drückt und mir wehtut. Und nimmt die Intensität des Schmerzes wie eine Welle zu, die ansteigt und abfällt. Ja, genau das passiert, wie bei einem pulsierenden Tumor. Okay, ich verstehe. Und gibt es irgendwas, das Sie tun, das den Schmerz lindert oder verschlimmert? Vielleicht eine bestimmte Körperhaltung oder Bewegung oder vielleicht kaltes Wasser? Wenn ich die Augen schließe, geht es mir ein wenig besser. Aber nur ein wenig. Ich bekomme auch mehr Schmerzen, wenn ich laute Geräusche höre. In Ordnung. Können Sie sich an etwas erinnern, das diese Symptome ausgelöst hat? Ich war den ganzen Morgen nur draußen und habe nichts Ungewöhnliches getan. Ich fühlte mich allerdings ein bisschen komisch, bevor es anfing. Und wenn Sie sich richtig verstehe, sind Ihre Schmerzen dauerhaft vorhanden oder gehen Sie nicht weg? Nicht einmal für ein paar Sekunden? Nein, ich kann ihm nicht entkommen. Und ist der Schmerz seit heute Morgen immer schlimmer geworden? Ja, er ist stärker geworden und bleibt auch so. Okay. Hatten Sie in der Vergangenheit bereits ähnliche Symptome? Oder ist dies das erste Mal in Ihrem Leben? Kopfschmerzen sind bei mir bekannt. Aber so stark wie heute? Nein, das erste Mal in meinem Leben. Was habe ich denn? Es könnte viele Gründe haben, aber ich würde noch keine verleihlichen Schlüsse ziehen. Ich nehme an, dass dies noch nie von einem anderen Arzt genauer diagnostiziert wurde. Richtig? Nein, ich bin ansonsten ein gesunder Mensch. Haben Sie noch andere Symptome, die Sie erwähnen möchten, außer den bereits beschriebenen? Ich habe seit gestern Stimmungsschwankungen. Ich gähne viel und kann mich nicht auf normale Aufgaben konzentrieren. Ich glaube, ich habe heute Morgen nach dem Aufwachen sogar ein paar Mal seltsame Lichtblitze gesehen. Lassen Sie mich ein paar wichtige Anzeichen und Symptome aufzählen, die Sie gegebenenfalls gehabt haben können. Hatten Sie Fieber? Nicht, dass ich wüsste. Meine Temperatur habe ich heute gemessen und sie war normal. Schüttelfrost und Schwitzen? Haben Sie mehr oder weniger Appetit oder Durst als sonst? Ich habe seit gestern keinen Appetit mehr. Haben Sie Gewicht verloren? Wenn ja, in welchem Zeitraum? Nein, ich wiege ungefähr das gleiche wie immer. Können Sie ohne Probleme atmen? Müssen Sie husten? Wenn ja, husten Sie mit viel Schleim. Ich atme ohne Probleme. Leiden Sie unter Übelkeit? Haben Sie sich übergeben? Haben Sie Sodbrennen? Ein Füllegefühl im Magen? Ich habe Übelkeit und musste mich heute Morgen nach dem Aufwachen einmal übergeben, bevor die Schmerzen begannen. Mir war sehr übel und ich fühlte mich unwohl. Verspüren Sie Herzklopfen, einen schnellen Herzschlag oder Schmerzen in der Brust? Ich habe nichts davon. Wie ist Ihr Stuhlgang? Haben Sie Blut in Ihrem Stuhl bemerkt? Durchfall, Verstopfung, mehr Blähungen als sonst? Nichts Ungewöhnliches bei meinem Stuhlgang. Können Sie problemlos Wasser lassen? Brennt es beim Pinkeln? Pinkeln Sie mehr oder weniger als sonst? Ich glaube, ich muss seit gestern häufiger pinkeln als sonst. War Ihnen schwindelig, wirr im Kopf oder haben Sie das Bewusstsein verloren? Reagieren Sie empfindlicher auf Licht? Ich habe das Bewusstsein nicht verloren. Aber ich fühle mich viel schlechter, wenn ich Licht sehe. Deshalb schließe ich meine Augen, um weniger Schmerzen zu haben. Schlafen Sie im Allgemeinen gut?
Fühlen Sie sich sehr müde? Ich schlafe gut und habe jetzt natürlich wenig Energie, vor allem bei körperlicher Anstrengung. Hatten Sie Sehstörungen, Hörstörungen oder Sensibilitätsstörungen? Jetzt oder auch bevor die Schmerzen begannen? Haben Sie oder hatten Sie Alkohol getrunken? Können Sie sich an alles erinnern? Sind Sie irgendwann gestürzt und haben Sie sich den Kopf gestoßen? Haben Sie das Bewusstsein sogar verloren? Sind Sie oder waren Sie schwindelig? Leiden Sie unter einem Ohrensausen? Sind Sie doppelt? Vielleicht schwarze Punkte? Hat sich Ihre Sprache verändert? Können Sie andere gut verstehen? Haben Sie Schluckbeschwerden? Hängt an der Seite Ihres Mundes? Haben Sie Muskelschwäche irgendwo? Haben Sie Gangstörungen, Gleichgewichtsstörungen oder Zittern? Haben Sie Lähmungen, Kribbeln, Gefühlverlust oder Taubheit? Ich habe ein gewisses Maß an Taubheit in meinem linken Arm gespürt und ein Gefühl, als ob Ameisen auf meinem linken Arm herumlaufen würden. Aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Ich hatte mehr Stress als sonst, weil ich kürzlich eine Scheidung durchgemacht habe und mein Mann nicht besonders nett zu mir war. Ich habe weder das Bewusstsein verloren, noch hatte ich eines der anderen Symptome, die Sie beschreiben. Leiden Sie an einer anderen bekannten oder diagnostizierten Krankheit, wie zum Beispiel Blutdruck, Blutzucker oder Ähnlichem? Hatten Sie in der Vergangenheit irgendwelche Operationen? Ich habe einen eingewachsenen Zehennagel an meinem linken Fuß, der möglicherweise operiert werden muss. Ansonsten bin ich ein gesunder Mensch und habe keine gesundheitlichen Probleme. Ich hatte 2 Operationen, als ich jünger war. Eine an meinen Mandeln, als ich 10 Jahre alt war. Die andere war eine Entfernung meines Blinddarms. Aber sie wurde mit 3 kleinen Löchern durchgeführt und ich habe nur kleine Narben. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein? Essen Sie Schokolade? Nein, ich nehme pflanzliche Arzneimittel wie Ginseng, Kurkuma, Baldrianwurzel. Haben Sie irgendwelche bekannten Allergien? Nicht, dass ich wüsste. In Ordnung. Waren Sie in letzter Zeit auf Reisen? Waren Sie im Ausland? Sind Sie vollständig geimpft? Ich habe mich in Deutschland aufgehalten. Alle Grundimmunisierungen sind bei mir erfolgt. Auch gegen Corona. Ich bin 4-mal geimpft. Rauchen Sie, trinken Sie Alkohol oder, wenn ich fragen darf, nehmen Sie irgendwelche Drogen? Nichts von alledem. Ich bin sonst ein ganz gesunder Mensch. Leidet ein Mitglied Ihrer Familie an einer Krankheit, von der Sie wissen? Mein Vater ist letztes Jahr an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Meine Mutter hatte Arthritis in den Knien und litt oft unter Migräne. Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Leben Sie auf dem Land oder in der Stadt? Ich bin geschieden und habe 2 gesunde Söhne. Ich wohne ein wenig außerhalb der Stadt auf dem Land. Was machen Sie beruflich? Haben Sie vermehrt Stress bei der Arbeit? Ich arbeite als Beraterin im Homeoffice bei Randstad. Ich leide in letzter Zeit unter Stress bei der Arbeit. Verstehe, danke. Ich bin mit den Fragen fertig. Gibt es noch etwas, was Sie sagen oder fragen möchten? Nun, ich mache mir Sorgen, dass ich einen Hirntumor haben könnte. Ist das möglich? Lassen Sie uns nicht gleich an die schlimmste Diagnose denken.
Ich denke eher, dass Sie unter einer Migräneattacke leiden. Was werden Sie mit mir machen? Ich werde eine klinische Untersuchung durchführen. Wir werden Ihnen Blut abnehmen und Sie vorerst in ein Krankenhaus einweisen, um andere gefährliche Erkrankungen auszuschließen, zum Beispiel mit einer Bildgebung Ihres Kopfes. Dann werden wir entscheiden, wie es weitergeht und wann Sie nach Hause zurückkehren können. Vielleicht noch heute. Ich möchte nicht im Krankenhaus bleiben. Ich bin Naturistin und vermeide künstliche Behandlungen. Ich habe Angst vor der Strahlung. Ich kann das verstehen, aber Ihre Gesundheit geht vor. Falls wir überhaupt ein MRT machen müssen, ist dies strahlenfrei. Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Sie sind in guten Händen und stabil. Wir unternehmen die ersten Schritte und kümmern uns um das Problem. Oh, okay. Wir werden mit der klinischen Untersuchung beginnen. Dieser Abschnitt ist beendet. Vielen Dank. Wir bringen Sie nun in einen anderen Raum, wo Sie dokumentieren müssen. Das bedeutet, über alle gesammelten Informationen in medizinischer Sprache zu berichten. Sie können Ihr Blatt Papier und Ihre Notizen mitnehmen. Und Sie können ein Wörterbuch benutzen, wenn Sie Fachbegriffe nachschlagen müssen. Sie haben insgesamt 20 Minuten Zeit. Danach sehen wir Sie wieder. Nutzen Sie den Anamnesebogen und schreiben Sie dort alles strukturiert auf. Im nächsten Abschnitt werden Sie mit einem Oberarzt oder Chefarzt interagieren. Sie müssen Ihren Patienten oder Ihre Patientin medizinisch und fachlich korrekt vorstellen. Sie sollten eine zu lockere Sprache vermeiden und nur medizinische Fachbegriffe verwenden. Hallo, gut, dass ich Sie finde, denn wir haben einen neuen Patienten. Darf ich Ihnen den Fall vorstellen? Hallo, ja, ich habe gerade Zeit. Was ist mit ihm? Der Name der Patientin ist Olivia Temme. Sie ist 41 Jahre alt und kommt in mäßiger psychischer Verfassung, einem leicht reduzierten allgemeinen Zustand und einem normalen Ernährungszustand zu uns. Frau Temme klagt über eine pulsierende Zephalgie, die im Stirnbereich lokalisiert ist und heute gegen 9 Uhr bei der Gartenarbeit begonnen habe. Sie beschreibt die Kopfschmerzen als einen 3 bis 7 auf der Schmerzskala. Diese haben innerhalb einer Stunde oder erkennbare Ursachen begonnen und hätten sich seit ihrem Auftreten verstärkt. Sie sei Naturistin und sie habe keine Medikamente dagegen eingenommen. Sie hat von uns Ibuprofen bekommen. Außerdem verspüre sie seit gestern Übelkeit, einen Anfall von Emesis, Photophobie, Phonophobie, eine leichte Hypästhesie des linken Arms, eine leichte Photopsie und Stimmungsschwenkungen. Sie sei von sich aus zu Fuß zu uns gekommen. Sie habe noch keinen Arzt aufgesucht und die Beschwerden seien noch nie in ihrem Leben da so stark gewesen. In der Vorgeschichte fand ich moderate wiederholte Zephalgien. Sie nehme sehr oft pflanzliche Mittel ein. Aktuell leide sie an einem Unguis incarnatus im linken Fuß. Eine Operation sei geplant.
Es erfolgten bei ihr eine unkomplizierte Tonsillektomie sowie eine Appendizitis in der Kindheit. Die Patientin rauche nicht, trinke nicht und nehme keine Drogen. In seiner Familiengeschichte, der Vater sei letztes Jahr am Pankreaskarzinom gestorben. Und es fanden sich eine Kniearthrose und Migräne mütterlicherseits. Sie lebe in der Stadt, sei seit kurzem geschieden und habe 2 gesunde, erwachsene Söhne. Was ist Ihr Verdacht? Ich vermute, dass die Patientin an einem Migräneanfall leidet. Das könnte sein. Wie kommen Sie zu diesem Verdacht? Was deutet auf eine Migräne hin? Vor allem der einseitige frontotemporale pulsierende Kopfschmerz, der langsam zunimmt und länger als 4 Stunden anhält. Dann die Übelkeit, das Erbrechen, die Phonophobie und Photophobie und die Zephalgien, die sich bei Bewegung verschlimmern. Seine Stimmungsschwankungen, Gähnen, Konzentrationsstörungen, Inappetenz und möglicherweise eine Aura mit Photopsien und leichten Parästhesien könnten ebenfalls auf einen Migränenanfall hindeuten. Die positive Familienanamnese könnte ebenfalls ein positiver Faktor sein. Was spricht gegen Ihre Diagnose? Vielleicht die Dauer, die etwa 4 bis 5 Stunden beträgt, wobei eine Migräne auch länger andauern kann. Normalerweise beginnen Migräne in der Pubertät, aber das war auch nicht der Fall. Welche anderen Erkrankungen müssen wir ausschließen? Apoplex, Migräne, Epilepsie, TIA, Spannungskopfschmerz, Clusterkopfschmerz oder paroxysmale Hemikranie. Was ist eine Amaurosis fugax? Hatte sie das? Eine Amaurosis fugax ist ein vorübergehender Verlust des Sehvermögens in einem oder beiden Augen aufgrund einer mangelnden Durchblutung der Netzhaut. Sie scheint dieses Symptom nicht gehabt zu haben. Was sind die möglichen Ursachen, Trigger, für eine Migräne? Familiäre Disposition, Wetterwechsel, Stress, Stressabfall, Alkohol, Nikotin, Schokolade, Zeitverschiebung, Menstruation, orale Kontrazeptiva oder eventuell auch ein persistierendes Foramen ovale. Was sind die Behandlungsmöglichkeiten einer Migräne? Reizabschirmung, Bettruhe, Dunkelheit. Akut kann man ASS oder NSAR geben, ein Antiemetikum und auch Triptane. Prophylaktisch Lebensstiländerungen, wie zum Beispiel gesunde Ernährung, Ausdauersport und man kann auch Metoprolol oder Propranolol geben. Könnten Sie eine Aufklärung über die MRT durchführen? MRT ist eine Abkürzung für Magnetresonanztomographie. Es ist eine schmerz- und röntgenfreie Untersuchung. Mit Hilfe eines Magnetfeldes werden viele Schnittbilder Ihres Körpers gemacht. Vor der Untersuchung müssen Sie Ihre Kleidung sowie Schmuck ablegen. Wenn Sie Metallimplantate im Körper haben, sagen Sie uns bitte Bescheid. Die Untersuchung dauert ca. 30 Minuten. Das Gerät ist sehr laut, weshalb Sie einen Kopfhörer als Gehörschutz bekommen.
Sie müssen ganz ruhig in einer Röhre liegen. Wenn Sie am Platz Angst leiden, werden Sie ein leichtes Beruhigungsmittel bekommen. Sie können jederzeit einen Notknopf drücken, damit wir Sie rausholen. Eventuell bekommen Sie Kontrastmittel direkt in eine Vene, um die Darstellung von Strukturen zu verbessern. Dankeschön. Hier ist eine Liste mit 10 medizinischen Begriffen. Könnten Sie diese bitte in einfaches Deutsch übersetzen, damit der Patient sie verstehen kann? Die Prüfung ist beendet. Sie werden in Kürze Ihre Ergebnisse erhalten.